Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir hatten ja gerade zusammen Histogramme angeschaut und jetzt wollen wir uns mit einem nächsten Plot beschäftigen, der eigentlich ziemlich zentral ist. Also Histogramme brauchen wir, um uns Verteilungen anzuschauen, genau, und mit Boxplots können wir das auch. Also Histogramme basieren eigentlich auf dem Mittelwert und der Standardabweichung. Kann man sich eigentlich im Prinzip so merken, das war ein Statistikengel, ja. Den haben wir gut erwischt. Aber im Prinzip sind es Mittelwert und Standardabweichung. Das gehört zum Histogramm. Das kann man sich erstmal abspeichern. Mach das erstmal. Histogramm, Mittelwert, Standardabweichung. Ein Paket. Und jetzt haben wir natürlich noch den Median und die Quartile. Und das können wir doch auch abbilden, oder? Genau. Und das kann man auch ganz schön abbilden. Und das machen wir mit dem Boxplot. Aber der Boxplot ist was wirklich, wirklich Gutes. Er hat zwei Probleme, die werden wir uns auch anschauen, aber im Prinzip ist erstmal der Boxplot, wir sollten immer uns fragen, können wir nicht unsere Daten mit einem Boxplot visualisieren? Das ist das To-Go-Tool. Und wir machen hier, wie schon gesagt, dieses Jahr jetzt, wir wollen ja fertig werden mit was und wir machen nur die Sachen, die wirklich wichtig sind. Ich zeige hier bewusst keine, also man kann ganz viel zeigen, aber wir machen das, was wichtig ist und funktioniert. Wir sind ja hier nicht beim Buffet, Sie kriegen ein Menü. Also müssen wir mal dran denken, oder du kriegst ein Menü. Es ist jetzt hier nicht wie irgendwie, dass man so ein Buffet kriegt und ich sage hier das, Kartoffeln, Nudeln, Bohnen, irgendwas. Hier hast du einen Teller, mach dir was und dann baust du dir irgendwie so eine Kartoffelpüree mit Vanillesoße. Nein, hier gibt es eine Menüfolge und das hat also einen Sinn. Und dementsprechend konzentrieren wir uns auf Histogramm, Boxplot, Streudiagramm und sowas. Das machen wir jetzt hier durch, ganz sinnvoll. Und nicht irgendwie hier alles und du entscheidest oder so, kannst ja später machen. Aber das hier folgt einer inneren Logik. Gut, gehen wir mal rüber. Was ist ein Boxplot? Der Boxplot. Ja, also wir wollen den Boxplot machen. Das heißt, wir haben ja die Daten, also unser Hund hat ein Floh, hier Flöhe, ne, Anzahl von Flöhe, Ludwig, wie viele Flöhe er hat, wie wir die wiegen und ob er Flöhe hat oder nicht. Wir ignorieren erstmal den Teil hier, den nehmen wir mal raus. Und das brauchen und das könnte man sich überlegen. Ja, gut. Also das erste wäre erstmal das Wichtigste, wir erinnern uns, ich habe gesagt, Boxplot gehört so ein bisschen zu, gehört zu Median und Interquartierrange, IQR. Okay. Median, was war das noch gleich? Also, das ist immer manchmal so ein bisschen schwierig, muss man mal kurz nachdenken. Ach, Median war Ränge, genau. Was waren Ränge? Ach, Sortierung. Ne, also Achtung, ne, es gibt eine natürlich eine, wenn wir ID-Spalte, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehr 7 Hunde, ne, nicht ein Ludwig, nicht Ludwig 7 mal gemessen, sondern 7 Ludwige, 7 Hunde, meine Güte. So, und das ist kein Rang, das ist die ID, so. Und Rang wäre, wenn wir zum Beispiel, wir können Rang über Count bilden und das heißt, wenn wir das hier ein Rang über Count bilden, Count heißt Anzahl, ne? Anzahl Flö, dann würden wir sagen 4, 5, 7, 10, 11, 17. Man sieht, dann muss man schon ein bisschen mehr Abstand machen. Ich füge hier mal immer so ein das Symbol für ein Leerzeichen ein. Das ist das Symbol für ein Leerzeichen, dass wir wissen, dass da ein Leerzeichen zwischen ist. Und das heißt, wir würden sagen, okay, was war noch der Median? Der Median war die Zahl, die in der Mitte der Zahlen liegt. Also das ist Das wäre hier Rang 1, Rang 2, Rang 3, Rang 4, Rang 5, Rang 6, Rang 7. Und das wäre also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind sozusagen die Ränge. So,
Der mittlere Rang ist 4, also wäre das hier der Median. So, wenn das der Median ist, dann haben wir gesagt, die Mitte der Mitte, also die Mitte der Mitte, die Mitte der anderen Mitte, das ist dann jeweils, das hier ist das erste Quartil. Das erste Quartil wäre jetzt hier, ist das erste, First Quartil. Und das wäre hier das Third Quartil bei 11. Ach, das ist ja witzig. Ich meine, man könnte das ja jetzt hier so verbinden und hier noch sowas dran malen, um dann sozusagen die ganze Spannbreite zu haben, und dann hätte man doch einen Boxplot. Oder nicht? Ja. Ja, das ist doch ein Boxplot. Ich meine, das ist eine Box. Also ich meine, das hier ist ja hier eine Box. Also ich meine, das ist ein Boxplot. Okay, das sieht natürlich jetzt ein bisschen, ist natürlich falsch skaliert. Ist das Third? Ja, natürlich unsinnig skaliert. Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal richtig skalieren. Das heißt, wir malen das nochmal neu auf. Das heißt, wenn wir das jetzt hier mal so malen würden, so ein Zahlenstrahl, also das wäre jetzt sozusagen hier unser Dog. Ne, das ist ja Hund und das ist unser eindimensionaler Zahlenstrahl. Ne, es geht nicht nach oben, weil wir haben nur Dog. Hätten wir ja hier 1, 2, 3, 4, 5, also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, rüber, so. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz, dass wir zeichnen das jetzt sozusagen, das ist sozusagen das gängige Prinzip hier auf den Rängen eigentlich, und jetzt machen wir das mal so ein bisschen auf den Zahlen. Immer doppelt hält besser. 7 hier ist der Median. Ne, das ist der Median. 4 ist das untere Quartil. Hierhin. Bup, bup. Und dann ist 11 das obere hier. Und ja, und dann muss man noch diese Whiskers dazu zeichnen. Naja, die gehen zum Beispiel. Man könnte ja mal definieren, dass das bis zu den Min-Max geht. Man könnte auch sagen, dass der Whisker ist diese Zahl mal 1,5. Ne? Und also meinetwegen 11 mal 1,5 ist 16,5 oder irgendwie so bis hier. Ne, oder also man könnte das beliebig definieren. Also das sind die Whisker. Das Ding heißt, eigentlich heißt es Box Whisker Plot. Also das Ding hier sind die Whisker. Ne, und das heißt Schnurhaare. Also, aber das benutze ich so nicht. Also die Box, also der Box des Boxplots ist sozusagen First Quartile bis Third Quartile. Also eigentlich ist das hier auch, die Box ist sozusagen das IQR. Geil, kann man nicht lesen. Das IQR ist sozusagen die Box. Die Box des Boxplots. Und dann kann man eben, und die Whiskers, dann nehmen wir immer die Default-Variante, die uns dann später das Programm ausspuckt. Also wir denken darüber nicht. Also es ist ganz nett, weil es dann irgendwie so die Bandbreite wieder gibt, aber wir wollen da jetzt nicht interpretieren. Moment, aber so ein Boxplot und so ein Histogramm sind ja relativ ähnlich, ne? Das werden wir übrigens noch sehen. Wir können, was man hier sieht, wenn man das vorige Video gesehen hat, musste ich ja beim Histogramm 31 Zahlen oder 27 Zahlen generieren, und man kann anscheinend schon mit 7 Zahlen, also man kann mit relativ wenig Zahlen einen schönen Boxplot zeichnen. Und das ist das Tolle am Boxplot, man kommt auch mit wenig Zahlen aus. Das ist aber auch das Problem, denn man kann auch sehr viel Schindluder treiben, beziehungsweise man kann sich dann auch selber in eine Tasche lügen, denn ich kann einen Boxplot auch mit 2 Zahlen machen. Und zwar kann ich mir sagen, ach, pass auf, ich habe die Zahl 7 und 10, also 7 und 10, das heißt von 7 und 10, ja, habe ich einen Median von 8,5.
dann ist ja, dann sind die, ist die Box das hier, also von 7 bis 10. Und dann sind meine Whiskers, gehen die bis 15 und sagen wir mal irgendwas so um die 5, je nachdem. Kann ich ja ausrechnen. Ich kann ja irgendwie 7 durch 1,5. Also ich kann ja eine beliebige Definition machen, wie weit meine Whiskers hier gehen sollen. Das heißt, ich kann einen vollständigen Boxplot, der so aussieht, als wäre ein Boxplot, aus zwei Zahlen machen. Das ist natürlich Unsinn. Und deshalb geht man heutzutage dazu über, dass man immer noch einzeichnet die Punkte. Das heißt, wir würden sozusagen den Boxplot nicht nur so zeichnen, ohne dass, weil dann ja die ganzen Punkte weg sind, sondern wir würden auch sagen, okay, ich möchte aber noch die Punkte. Also hier wäre 2, hier wäre 4, hier wäre 5, hier wäre 7, hier wäre 10, hier wäre 11, hier wäre 17. Also ich will mir sozusagen die Punkte, will ich auch nochmal, das sind die Punkte oder Beobachtungen natürlich, die will ich mit reinplotten. Damit ich nicht das Problem habe, dass wenn ich nur zwei Beobachtungen habe, hier 7 und 10, trotzdem einen Boxplot kriege, der so aussieht, als hätte ich einen Punkt für 5, einen Punkt für das erste Quartil, einen Punkt für den Median, einen Punkt für das obere Quartil, das dritte Quartil und noch einen Punkt für die 15. Das stimmt natürlich nicht, ich habe nur zwei Beobachtungen. Also ich kann mit zwei Beobachtungen einen Boxplot generieren, der so aussieht, als wäre er, hätte er mehrere. Weil ich einfach Regeln definieren kann, zwischen 7 und 10, das ist der Median, 7 ist das erste Quartil, 10 ist das dritte und dann kann ich im Prinzip das IQR, habe ich dann, und dann kann ich vom IQR, von den oberen und den unteren Grenzen, eine Regel definieren, wie weit die Whiskers rausgehen sollen und das ist natürlich Humbug. Das ist einfach Humbug. Wenn man zwei Zahlen, drei Zahlen hat, also ich würde mal sagen, fünf Zahlen ist das Minimum, um einen Boxplot zu machen, also n gleich 5 ist Minimum, weil dann brauchen wir sonst auch keine zusammenfassende Abbildung mehr. Ne? Also ich meine, wenn ich vier Zahlen habe, kann ich mir die auch angucken. Ich meine, was soll das sagen? Ne? Ja, also das ist die Idee des Boxplots mit vier Zahlen, mit Zahlen, um Zahlen zusammenzufassen. Und wie das Ganze dann in R aussieht, weil wir malen es natürlich. Das Problem ist, das Tolle ist, in SPSS R kann man das relativ schön machen, in Excel nicht. Und Excel kann das nicht und deshalb machen wir die ganze, deshalb ist eigentlich so ein bisschen diese Seuche von Barcharts, also diese Balkendiagramme mit dem Fehlerterm obendrauf. Fürchterlich, machen wir nicht. Wir machen keine Barplots. Nein, wir machen schöne Boxplots. Alles, was in einem Barplot dargestellt werden kann, kann auch in einem Boxplot dargestellt werden und weil in einem Boxplot mehr Informationen über die Verteilung der Beobachtung und somit auch mehr statistische Kennzahlen drin sind, immer Boxplot. Wir gehen jetzt, also nach diesem Video können Sie auf den Friedhof gehen und dort den Barplot betrauern, weil der Barplot genauso zusammen mit dem Tortendiagramm liegen die da nebeneinander. Wir gucken uns doch das Streudiagramm und den Mosaikplot an. Aber wir gucken uns auf keinen Fall den Barplot an. Den machen wir gar nicht. Es gibt keinen Grund, einen Barplot zu verwenden, es sei denn, es ist ein Histogramm. Histogramm ist natürlich ein Spezialfall des Barplots, aber das hat eine andere Funktion. Keine Barplots, Boxplots. In dem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns dann demnächst mal in R und da können Sie sich das angucken.